Ja, es geht direkt weiter bei mir. Bei euch sind 2 Tage vergangen. Bei, für, mit, mir und bei Hellblade. Senua's Sacrifice. So, hier muss doch noch irgendwie was sein. Kann ich nicht daraus auch noch einen Fisch basteln? Theoretisch. Gucken kurz nochmal, wie der Fisch aussieht. Nach oben das Ding und unten die. Das würde vielleicht gehen. Hier, guck mir das mal im Kopf an, wenn ich da oben hinkommen würde. Komme ich irgendwie hier nach oben? Nee. Wieso komme ich hier nicht hoch? Die Brücke soll hier mal repariert werden. Das soll mal alles da vorne hin. Dann wäre es alles viel leichter. Hab ich nicht irgendwelche Superkräfte-Tasten oder so? Na. Aber warum geht das nicht? Fokus, tu was! Keine Tore hier, durch die ich durchgehen kann, dass sich das ändert. Da ist kein Tor. Nein. Keine Tore. Ja, wo soll ich denn jetzt hin? Spiel. Sag es mir. Warum geht diese Tür nicht auf? Anders komme ich nirgendwo hoch. Von hier vielleicht da hoch? Also hier nicht, aber... Ach, jetzt auf einmal! Ach so! Ein neues, fast neues Element. Also die haben natürlich viel mit Perspektiven... dreidimensionale Perspektivenverschiebung irgendwie als Rätsel. Auch wenn sie es immer irgendwie anders auslegen. Aber naja. Hat jetzt halt funktioniert. Musste halt von der anderen Seite gemacht werden. Ein neues, quasi neues Feature. Eigentlich ja nicht, aber... Okay, das S muss hier irgendwo sein. Hä? Macht doch gar nichts. Wo ist denn hier ein S? So eine Lüge. Ah, ich sehe es doch schon. Und hier? Hey, noch einen weiter. Oh lol, hier wird es mir nicht mehr angezeigt. Hier? Hier. Alles dasselbe. Alles mit diesem Ding ja, oder was? Okay, das S ist weg und jetzt muss ich von da noch wahrscheinlich das Fischsymbol dran packen. Ich sehe es doch schon. Ich weiß doch, wie es ist. Habe ich schon von unten gesehen. Leute. Also wenn ich eine Sache drauf habe, dann ist das diese komischen dreidimensionalen Rätsel, die übrigens auch im IQ-Test vorkommen. Ich möchte jetzt hier nicht mein IQ an dieser Stelle sagen. Aber da war ich immer, auch schon früher, auch in Bewerbungstests oder in Schulrätseln, die wir hatten. Wenn man, ihr kennt ja als Beispiel dreidimensionale Szenen, zum Beispiel diese Würfel, die aufgeklappt sind, wo man sagen muss, was einen kompletten Würfel ergibt und so. Sowas. Das gibt's dann noch mit im IQ-Test. Beim Bund zum Beispiel gab es das auch noch mal ein bisschen, da musste man, wie war das? Da war da einfach nur so eine Schlange, im Endeffekt so quasi wie so ein Rohr. Ein Rohr, das immer irgendwie so durchging und du musst sagen, ob man damit ein komplettes Gitternetz eines Würfels machen konnte und noch irgendwelche anderen Sachen und wie viele Ecken das hat, wie viel Rechtsabbiegung und das, da gingen wirklich ganz viele Schlangen ineinander und du musstest dann den, also auch die gingen perspektivisch in alle möglichen Richtungen und du musstest dann halt quasi sagen, die rote Schlange als Beispiel, wie viele Rechtskurven, also Abbiegungen von der aktuellen Position immer, also nicht von der aktuellen, von der sich folgenden nach rechts. Es hat irgendwie so, weiß ich nicht mehr genau. Also in sowas war ich immer nicht schlecht. Töp, töp, töp. So, was bringt mir dieser Shortcut hier? Gar nichts, oder? Gar nichts. Muss sowieso hier lang. So, jetzt kommt wahrscheinlich noch erstmal ein Türrätsel, aber diesmal das andere, das mit dem durch Tore gehen. Oder noch ein Bossfight und dann nochmal das durch Tor gehen Rätsel.
Sind wir jetzt auf dem Meer? Naja, müssen wir ja, ne? Da hinten ist ja die... Jetzt kommen erstmal wieder normale Gegner, oder? Muss ich mich jetzt schon wieder ausblenden? Sehe ich es richtig? Muss ich? Nein, muss ich nicht. The source of the darkness. It's coming. This is your moment. Die ist fett. Oh ne. Oh mein Gott, was ist das? I'm sorry. Wie soll ich die denn killen? What are you doing? You're showing weakness. Steh auf! You're not a warrior, you're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Jetzt mach doch, du Mädchen. Es ist doch nur ein Gott. Es ist nur ein Gott. Nur ein Gott. Hab ich gewonnen? Oh, Schwert kaputt. Spiel vorbei. Finde ich jetzt das Hellblade oder was? Hell is reaching deep inside of her. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake? And we only see what our inner eye creates for us. Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You fail the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless, weak, pathetic. Go on, feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song. Come to me. Please.
Da sind wir wieder. Alles klar, also ich wollte es eigentlich schon in der letzten Szene ansprechen, davor. Hab's aber gelassen, weil ich mir nicht sicher war. Also wir scheinen tatsächlich nicht nur Tote und Stimmen zu hören, was ja eigentlich schon auf Schizophrenität hinweist. Wir scheinen tatsächlich schizophren zu sein. Und durch den Spiegel, der quasi so als Symbol dafür gilt, sehen wir auch die andere Seite von Senua. Also Senua, keine Ahnung, wie sie heißt. Ihr wisst schon, die Tussi. Siri, ja. Siris Seite. So, also, und dank dieser Seite haben wir uns jetzt innerlich bestraft für unser Versagen, was quasi nicht unser war, weil wir am Ende doch den Mut dazu hatten, dem Viech entgegenzutreten. Aber wir haben versagt, dadurch, dass es noch Schwert gebrochen ist und wir zu schwach waren. Haben uns bestraft, quasi als Metapher, nicht als Metapher, also als, ne, als Symbol für diese Bestrafung haben wir uns jetzt hier, so, ne. Das ist quasi die Bestrafung gewesen. Für unser Versagen. Und unser Geliebter ruft uns gerade. Und die Stimmen sagen immer wieder, erst haben sie gesagt, nee, das kann überhaupt nicht sein, das ist ein Trick. Den gibt's gar nicht mehr, der ist schon tot. Und jetzt sagen sie, hey, geh mal hin, da vorne ist er. Die sind auch so ein bisschen, wir sind wieder an der, wie heißt es, Schwertmeer, Sand, Strand, der Messer oder irgendwie sowas. Irgendwie so, ne? Okay, der bringt uns jetzt wahrscheinlich zum neuen Schwert. Zum Hellblade. Dann räumen wir hier hoffentlich mal richtig auf. I told you it was a trick. Lass mich doch. Ich muss mich an alles klammern, was geht im Moment. Also sie ist sehr verletzt. Das ist jetzt tatsächlich hochgegangen, muss ich sagen. Und das ist außerhalb meines Todes passiert. Das ging jetzt... Das ging vorher... Andere Seite. Vorher bis hier... Ich meine ja, es ging am Anfang bis hier. Ja, und dadurch, dass ich gerade gestorben bin, ist es so ein Stück gewandert. Aber durch unser Versagen jetzt gerade ist es bis hier gewandert. Also das war ich nicht, möchte ich mal behaupten. Ja, bitte spul zurück, als ich noch kurz bevor ich gegen das Vieh gekämpft habe hier, also das heißt gekämpft, als es mich weggehauen hat, da war das Ding noch nicht so hoch. Das heißt, unabhängig von unserem Versagen anscheinend, scheint es trotzdem hoch zu gehen. Bevor sie first met him, she was not in a good place. Was mich überlegen lässt, ob es wirklich ein maximales Todeslimit gibt oder ob das nur Fake ist. So ist es. Ganz allein. Okay, dann suchen wir den Typen mal. Zumindest das Licht. Von unserem Dylan oder wie er heißt. Dem Adler, wie ich ihn ab jetzt nennen muss. Dylan the Eagle. Da ist er. Er schlägt irgendwo gegen, kämpft. Und wenn er kämpft, ist es ein Zeichen dafür, dass wir entweder ein Schwert bekommen oder er uns neue Moves beibringt. Er hat gerade irgendeine Waffe geschwungen, nämlich. Ja, der muss ja nicht wirklich da in der physischen Gestalt auftauchen. Es reicht ja, wenn er uns ein paar Tipps gibt, da hinzugehen. Ich weiß nicht, ob die nicht den Spiegel wegwerfen sollte, aber angeblich, der Typ hat ja irgendwas mit dem Spiegel gesagt. Da ist er, unter dem Baum. Welcher Baum? Ist der Baum? Mit dem Schwert übt? Der Junge, der mit dem Schwert übt, oder was? Hier ist überhaupt kein Baum. Oh nein, ich sehe schon wieder Türrätsel. Ich hasse das. Was haben wir denn hier? The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's horse. Ist das nicht der Drachentyp, der den Drachen Fafnir erschlagen hat? Spielt in den Baum als Geschenk für diejenigen. Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive,
they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Ist alles wegen dem Schwert, siehst du richtig? Und das bekommen wir jetzt gleich. Sigmunds Schwert oder so. Ich dachte, das wäre der Typ auch aus Vikings übrigens. Von der Tussi, der Vater, von der er immer erzählt. Oder sie erzählt ständig von ihrem Vater, der den Drachen gekillt hat. Ich dachte, er hieß Sigurd oder Sigmund. Ne, Sigurd, glaube ich, ne? Oder irgendwie so. Da. Oh, das muss aber hier. Kann auch einfach ein ganz normales Tor sein, oder? Ne, doch nicht. Geht nicht so einfach. Wo soll denn hier der Kackbaum sein? Da hinten irgendwo? Muss ich hier doch noch weiter? Okay. Komme ich hier erst weiter, wenn ich das Schwert habe? Dann, laufe ich mal noch ein paar Meter auf. Wenn wir ein bisschen über der Zeit sind, ich fände es aber einen cooleren Cliffhanger. Tja, wenn wir kurz vor dem Schwert aufhören. Ich bin so gemein, ich petze immer meine Cliffhanger, ne? Das ist schon fies. Oh, geht weiter. Psst. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy. Sigur, meine ich. And implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Die haben das Gesicht abgeleckt und fanden den dann cool, oder was? Tatsächlich gerade spannend, die Geschichte. Ausnahmsweise. Normalerweise stehe ich ja nicht auf so Side-Stories und irgendwelche Texte, die man lesen kann und so ein Blödsinn. Ach, das haben wir schon. Wahrscheinlich finde ich jetzt den dritten Teil der Geschichte überhaupt nicht hier. Okay, da kann ich hoch. Da war ich doch gerade, oder? Habe ich die nicht gesehen? Da würde ich jetzt nochmal kurz hochgehen und gucken. Ach, Treppen steigen kann sie, aber sonst muss sie sich immer festhalten. Jo, Tatsache. Ich habe die Treppe, die... Leider nicht gesehen. Jo, geh, drop halt runter auf, keine Ahnung, 12 Frames, wenn ich auf die Treppe steige. So ist brav. Okay. Da geht's weiter, aber dahinter könnte noch was sein. Entschuldigung. Auf jeden Fall bekommen wir jetzt wahrscheinlich das Schwert gleich. Da! Da geht's weiter. So, dann gucken wir mal, was mit den Wölfen passiert ist. Hoffentlich was Cooles. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan. One that is cold of heart. Hat der einfach die seine Neffen umgebracht? Einfach so, weil die einfach angeblich ein bisschen verdorben sind. Okay. Also was jetzt? Die Wölfe haben sein Gesicht abgeleckt. Er hat auf die Zunge der Wölfe gebissen, hat nicht losgelassen und die Wölfe haben ihn da rausgezogen von den Ketten, die haben sich gelöst, weil die Wölfe zurückgegangen sind immer weiter. Und der hing ja mit dem Mund an der Zunge so. Die haben ihn rausgezogen und dabei haben sich die Ketten gelöst, oder was? Das ist ja ein sehr
weiß ich nicht, ob das so einfach funktioniert hat. Ich meine, auch wenn er die so angegriffen hätte, dann wären die einfach mit allem Mann auf den losgestürmt, hätte ihn zerfetzt. Ganz einfach. Geh ich nochmal kurz hier gucken. Ah, ich weiß, wo wir hier hinkommen. Dann suchen wir jetzt mal den Baum. Nö. Nö. Schauen wir mal nach. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance. Wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Da ist der Baum. Da gibt's unsere neue Waffe, habe ich gehört. Sigmund's sister trades ships with sorcerers, and in disguise. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take mit dem Baby, das krasse Kämpferbaby. Luck is not on their side. They're captured and Sigir has them buried alive. Ah, das ist die Geschichte, oder? Okay. Da vorne warte ich wahrscheinlich unsere neue Waffe. Ich würde sagen, allerdings, ich hatte es ja versprochen jetzt. Cliffhanger. Ich mache jetzt Schluss. Und nächste Folge sehen wir dann, was aus der Klinge so wird. Aus unserem Hellblade, ob es überhaupt in unsere Scheide hier reinpasst. Ob es vielleicht sogar ein Lichtschwert ist. Also nicht ein Lichtschwert, ich dachte eher gedacht, dass es nur ein Griff ist und da, dass es dann so blau aus irgendwelchem Ektoplasma und das schwingen wir dann herum. Als normales, wirkliches Eisenschwert. Aber naja, das werden wir dann gleich sehen. Vielleicht sind es auch einfach nur Runen drauf. Mal schauen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und nächste Folge übermorgen geht's dann weiter und dann holen wir uns unsere neue Waffe. Auf Wiedersehen. Tschüss.